ich heiße Diana, wir sind jetzt in München, in einem sehr schönen Studio. Und shooten für das perfekte Model. Ich habe im Fernsehen gesehen und dachte, schickst du mal ein Foto. Kann ja nur schief gehen. Ja, ist schief gegangen, ich bin da. Es gab dann ein Casting in Köln, ein offenes, und da waren dann, glaube ich, also mindestens 3 Millionen. Und wir haben uns dann halt durchgesetzt. Und dann habe ich einfach aber gemerkt, dass ich, Carolina und ich so ein paar Gemeinsamkeiten haben, halt auch von der Größe her. Also ich bin so froh, dass ich in Carolinas Gruppe bin. Die sind ja alle so herzlich und auch die beiden Juroren, die sind so lieb zu uns und unterstützen uns. Die Eva ist so eher ein bisschen ruhiger, macht alles ganz vernünftig und die Carolina ist ein bisschen abgedrehter, aber finde ich super. Die Mischung von den beiden, das ist echt das perfekte Model. Our show is more documentary style, there's no script. It's more intimate, it's more real, it's more based on mentoring, coaching individually with the girls. We get to do some fun stuff with them. So it's really still entertaining, but it's real. Guckt sich auf jeden Fall Posen ab, auf jeden Fall. Man muss sich alle Zeitschriften anschauen. Also erstmal eine ganz stolze Haltung, ja, die Brust raus und immer Bauch rein. Also die typische Modelpose, die nervt auch alle Leute, ist immer die Schulter nach vorne. Also ich übe Grimassen vom Spiegel tatsächlich. Zeig mal. Nee. Model auf dem Dorf ist, glaube ich, nicht so wunderschön. Jeder, der Model hört, denkt, oh, die ist magersüchtig, oh, die läuft nur mit High Heels rum und die ist total arrogant und diese typischen Klischees einfach. Und es ist schwer, halt damit umzugehen, durch diese Vorurteile, diese Klischees, die halt immer so im Fernsehen gezeigt werden. Auf jeden Fall erfolgreich als Model zu arbeiten. Man ist ja nicht umsonst hier, man möchte ja gewinnen. Aber es sind so viele hier, ne? Und die sind alle so hübsch und ja, mal gucken, ne? Was da so geht. Na, ich mach das, ich gewinne das und du kriegst dann Geld. Ich denke andersrum. Achso. Ja, nee. Mein Ziel ist es, die Laufstrecke der Welt zu erobern. Und ich liebe es zu laufen, mache ich schon viel lieber als Fotoshooting. Klar ist beides schön, aber Laufen, das ist so meine Sache. Schaut Glamour TV. Das perfekte Model auf Box. Das perfekte Model.